Nerds. 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 What is a nerd? Yes, I consider myself a nerd. So, in verkehrter Sitzreihenfolge. Warum auch immer, ne? Heißen wir euch herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unserer Comic-Video-Show. Die quasi eine Fill-In-Ausgabe darstellt, um im Comic-Jargon zu bleiben. Richtig. Wir wollten eigentlich heute so, gar nichts machen. Nein, erst wollten wir ganz viel machen, dann hatte der Comic Shop die Lieferung nicht. Da, also fehlt mir komplett mein Material, ja. Was angedacht war. Ich hatte wiederum viel zu viel. Deswegen haben wir beschlossen, quasi so eine Art Zwischenepisode zu machen. Also die ganzen US-Comics, dabei Celi sind ein paar dabei. Also Celi macht eigentlich wie immer. Und du hilfst mir natürlich tatkräftig. Und ich habe hab natürlich auch mehrere Sachen gelesen. Ich habe im Endeffekt nur eine Sache, nämlich den neuen Walking Dead Band und die üblichen Sachen, die ich review, also die ganzen US-Hefte, werden dann beim nächsten Mal nachgeschossen. Sollte dann wahrscheinlich nicht so lange dauern bis zur nächsten Ausgabe. Das hoffen wir. Wir haben ein bisschen was geplant für das nächste Mal, ja. So viel sei verraten. Deswegen überspringen wir auch quasi jetzt so die News-Teil, da haben wir uns jetzt irgendwie genau. Nicht viel Neues. Also es gibt ein paar Neuankündigungen bei den Marvel-Serien, also immer noch im Rahmen dieses Marvel-Reboots. Oh, ja. Richtig, beziehungsweise auch die DC-Geschichte. Ich habe mir eben beim Comic-Händler aufgrund von Maltes Tipp hin die Shazam 0-Nummer bestellt. Ja genau, also DC startet ja auch im September, haben die diesen Zero-Month, also jede Ausgabe kriegt eine 0-Nummer. Und da wird unter anderem diese Talon-Serie neu gestartet, es wird Shazam neu gestartet. Und ja, es gibt auch noch eine Serie, ich glaube es sind 3 oder 4 neue, die sind mir jetzt aber gerade entfallen, interessiert mich nämlich auch nicht so sehr. Das soll so richtig sein. Ja, also fallen zumindest nicht in den Rahmen der Serien, die ich lese. Talon fällt ja ins Batman-Universum nach. Also ist ja so ein Spin-off dieser Court of Owls-Storyline. Und ja, Shazam ist ja quasi Justice League Spin-off. Spin-off, genau. Malte war immer so freundlich, mir das mal mitzugeben. Und da kommen ein paar neue Serien. Bei Marvel gibt es ein paar neue News. Die starten ja auch, wie gesagt, viele Serien neu, wobei Marvel darauf jetzt nochmal erklärt hat, es ist kein Reboot wie bei DC, also man setzt nicht alles auf Null und fängt bei vorne an, sondern man startet nur, also man bietet nur einen guten Neueinstieg, man nutzt also quasi das Ende, das noch kommende Ende dieses Avengers vs. X-Men Events. Und noch ein breiteres Publikum. Und startet ganz viele Serien bei 1, weil man sagt, ja, das ist quasi so, das markiert so eine Zäsur und von da geht es jetzt mit neuen Kreativteams bei den Autoren und neuen Serien los. Also im Endeffekt aber das Altbekannte, es wird eine neue Hulk-Serie geben, es wird eine neue Iron Man-Serie geben, es wird eine neue Captain America-Serie geben und so weiter und so weiter. Wird auch eigentlich jetzt keinen wirklich neuen Autoren oder Zeichnern, aber eben neuen Kombinationen. Also von Leuten, die schon länger bei Marvel auch arbeiten, aber eben in dieser Kombination noch nicht zusammengearbeitet haben, gibt es ein paar interessante Sachen. Aber ja, also ich finde, bei mir ist so der ganz große Effekt, also es ist so ein bisschen verpufft, weil im Endeffekt, sie kündigen halt neue Serien an, mit neuen Autoren, was auch schön ist, aber eben halt nichts Neues. Also ja, also das Trara im Vorfeld war mir jetzt zu groß. Man hätte auch einfach sagen können, wir starten ein paar neue Serien und stampfen ein paar alte ein. Das ist jetzt hier im Comic-Universum nicht so ungewöhnlich. Sonst filmmäßig gibt es eigentlich, gut, Dark Knight haben wir gesehen, die Review steht ja auch im Blog. Ich hatte ja leider da keine Zeit, aber ich... Ich hatte Besseres zu tun, weil es nicht so schwer war. Mit Freunden treffen oder so. Internet hat keine Frage. Aber meine Meinung war ungefähr, ich glaube, deckungsgleich mit eurer. Also wir hatten den Film ja zusammengeguckt und ich fand ihn ziemlich gut. Genau. Ja, nächste Aussichten. Klar, jetzt keine Comic-Verfilmung an sich, aber Trailer haben wir schon bei Facebook oder so reingehängt. Expendables. Bond. Was hast du nochmal dazu gesagt? Ja, stumpf, wie es nur geht. Nein, dumm, was hast du noch gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas mit dumm. Freu mich dumm drauf. Also wird dumm gut. Halt schrunzig. Passt natürlich sehr gut. Auch da können wir jetzt nochmal rückverweisen zu unserem Action-Helden-Special, weil so ungefähr jeder, den wir da genannt haben, darf der ja mitspielen. Das hat so Spaß gemacht. Der neue Bond, den Trailer hat sie gepostet. Der Judge Dredd-Film, den wir letztes Mal schon besprochen haben, steht auch noch aus. Der Superman-Film, wo ich die Trailer auch gepostet hatte, steht auch noch aus. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Dann gehen wir halt in Medias Res und kommen gleich zur ersten Review. Dann geht es auch direkt weiter. Wie gesagt, angekündigt, die einzige Ausgabe, die jetzt so von meinen Sachen dabei ist, ist Walking Dead Nummer 15, wie heißt das denn? Dein Wille geschehe. Der Klassiker. Der Klassiker. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen raus, also ist nicht brandaktuell,
hat aber bei mir was gedauert, bis ich mir den zugelegt habe. Und irgendwie ist die Serie halt auf so einem Niveau angekommen, so einem guten Niveau, dass es schwer ist, das darüber zu sagen, als immer wieder zu sagen, so, ja, ist gut. Und im Prinzip, wer die Serie kennt, weiß, es ist jetzt auch nicht so, dass die rasend schnelles Erzähltempo hat. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht mal negativ gemeint, aber es ist jetzt nicht so, als würde man alle drei Hefte neuen Status quo haben, als würde über den Haufen geworfen. Wir befinden uns also immer noch in diesem Dorf Alexandria, nach dem großen Zombie-Angriff, der im letzten Band ja mit einigen Opfern abgewehrt wurde. Und die Gruppe sortiert sich halt immer noch neu, und ich habe es ja schon tausendmal gesagt, die Stärke der Serie liegt ja daran, dass es nicht nur um die Zombie-Bedrohung geht, sondern eben eher um die Gruppendynamik innerhalb der Gruppe. Wer hat eine Beziehung mit wem, wer betrügt wen, wer wird misstrauisch, wer versucht mir zu verraten, wer hat also wie verarbeiten die ganzen Verluste, die haben, weil da sterben ja schon ständig irgendwelche Familienmitglieder und gute Freunde weg und so. Wie gewinnt man überhaupt noch Hoffnung, irgendwie halt einen Überlebenswillen zu haben, wie weiterzuleben, wenn man ja irgendwie keine Aussicht auf großartig schönes Leben mehr hat. Kein Fernsehen. Und eben, aber all dieses führt dieser Band halt gut weiter. Also es gibt neue Beziehungen, die sich anwandeln, es gibt natürlich auch ein bisschen Action, so ganz ohne Action kommt es nicht aus, und es hat einfach eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coolen Moment. Ich werde den jetzt auch mal spoilern, also eine Spoilerwarnung. Oh, oh. Nee, so dramatisch ist jetzt nicht. Also es gibt dieser, der Clou ist, dass einer dieser dieser ursprünglichen Einwohner von Alexandria halt so ein bisschen durchdreht und sagt, scheiße, wir überlassen hier diesen waffengeilen Irren, von denen wir nichts wissen, also Rick und seiner Gruppe irgendwie das Kommando. Weil Rick hatte ja im Vorfeld von dem ursprünglichen Bürgermeister das Kommando übertragen gekriegt, weil der gesagt hat, so, du bist mir jetzt ja nicht ganz geheuer, du bist so ein bisschen losen Abzugsfinger, aber so einen brauchen wir hier gerade, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, dann ist er praktischerweise gestorben, ne? So, dann war er weg. Und der versucht halt so eine Art Aufstand zu machen, während Rick und so die anderen so außen, also so eine Erkundungstour außerhalb des Dorfs machen, versucht er das Kommando mit Waffengewalt an sich zu reißen. Glenn ist der Einzige, der sich noch so dagegen wehrt, ist der Einzige von der Kerntruppe, die noch da sind. Und dann kommt er halt zurück, also man sieht halt gerade, Rick und die Gruppe platzen halt in so einen Shoot, also Stand-Down rein, die sich beide mit der Waffe bedrohen. Und dann sagt er so, ich hole mir die Stadt zurück. Und Rick guckt ihn nur so total böse an und sagt so, die Stadt, von wem willst du die Stadt zurückholen? Von mir? Und dann geht es halt so ein, so mehrere Einstellungen von den ganzen Mitgliedern, wie sie mit gezogenen Waffen, gern mal, ja, ich suche mal gerade rein, wie sie mit gezogenen Waffen da stehen, alle ernst gucken, und er sagt so, ja, von wem willst du die halt die Stadt wiederholen? Nur von mir, von Michonne, das ist ja die mit dem Ninja-Schwert, und oder von Abraham, also von quasi all den Badass-Typen. Und dann kriegt er halt so Schiss, ohne dass sie was, ohne dass sie halt irgendwie Gewalt ausüben müssen, sind die halt einfach so beeindruckt, ist ja so beeindruckt, dass, also hier, das ist die Szene. Soll ich mal machen? Halt mal rein. Das war eine starke Szene, und die andere wichtige Entwicklung ist halt quasi Ricks Sohn, also Karl wacht halt aus dem Koma auf, der war ja vor ein paar Bänden angeschossen worden, also einen Kopfschuss gekriegt, und der wacht jetzt hier aus dem Koma auf, und das ist auch ein großer Teil des Bandes, wie Rick halt damit versucht fertig zu werden, wie Karl halt seine Kindheit oder seine kindliche Unschuld verliert. Also bleibt alles auch prinzipiell auf dem gleichen Niveau. Also ich muss sagen, ich finde, die Serie lässt halt einfach absolut nicht nach. Das ist echt wirklich überraschend. Die hat sich halt genau auf dem Niveau, auf diesem Niveau jetzt eingependelt, und ich habe echt das Gefühl, das kann echt noch so lange weiterlaufen, weil klar, ich bin mir auch relativ sicher, die werden nicht ewig in dieser Stadt bleiben, irgendwann werden die da raus, irgendwas wird da schief gehen, aus irgendeinem Grund, wenn sie weichen müssen. Man wird auch schon angedeutet, die Vorräte werden knapp, vielleicht müssen sie einfach aus Nahrungsmangel weg. Aber Kirkman hat das halt eben geschafft, das, den Fokus der Serie auf ein Level zu heben, wo du immer wieder was Neues machen kannst, weil es geht nur noch um die Menschen, und naja, da erschöpfen sich die Probleme ja nicht. Frischt halt ab und zu die Gruppe mal auf mit einer neuen Figur oder mit dem Ableben der anderen. Und schon läuft das Ganze. Du hast ja gesagt, der Malte, der hat ja bis jetzt wegen Geschichte bis 15. Offline hat er gesagt, ich überlege. Ja, also mein Problem ist einfach, dass ich gerade so heiß auf diese Serie bin. Also der Band beinhaltet jetzt irgendwie die US-Ausgaben bis 90. Und das heißt, diesen Monat oder Ende Juli ist ja die 100 in den USA erschienen. Das heißt, ich bin so 10 US-Ausgaben hinterher, so quasi zwei Trades. Und es ist gerade fast so, dass ich denke, boah, also wenn ich nicht schon eine Sammlung von 15 Hardcovern hätte, würde ich, glaube ich, gerade einfach die US-Ausgaben nachkaufen und dann um jeden Monat Walking Dead lesen zu können. Dann noch die überflüssige letzte Frage zu fassen. Wie viele Sterne? 4. Oh,
Ich bin überrascht. Nee, also ich will sagen, ich glaube, ich spare mir die 5. Ich glaube, ich habe auch noch keine 5 gegeben. Ich spare mir die 5 so wirklich. Ja? Ja. Also wahrscheinlich nicht so inflationär, wie ich es tue. Aber also ich glaube, ich spare mir die, wenn wir halbe Sterne machen würden, was ich übrigens hinter deinem Rücken in den Text-Reviews auch die ganze Zeit schon mache. Auch du, mein Sohn Brutus. Ja, würde ich dann eine 4,5 geben. Es ist... Ja. Aber habe ich dem Rund das letzte Mal noch erklärt, wir geben keine halben Sterne. Wir sagen 4 mit Tendenz zu 5, aber trotzdem 4. Also es ist eine 4. Also für eine 5 müsste dann noch ein bisschen... Also dafür fehlt so ein bisschen der Überraschungsmoment oder so, aber naja, so eine 4 ist immer noch okay, sehr gut. Ich hab was für dich gebastelt. Gut, ich mache jetzt mal so einen kleinen Review-Rundown, wie schon angedroht. Ja, genau der. Hatte ich diesmal ein bisschen mehr Material. Ich setze mal kurz rein, beziehungsweise wir haben es vorher schon gemacht, das ist Fatima. Da knüpfe ich quasi an Maltes gerade getätigte Walking Dead Vorstellung an. Also ist so eine kleine Serie, die in 4 Bänden abgeschlossen ist, von Dark Horse. Schwarz-Weiß-Serie. Ist das ein Reprint, weil hier oben so Dark Horse Originals steht? Nee, ich glaube nicht. Das ist so eine kleine Indie-Geschichte. Also wird wahrscheinlich da irgendwie laufen. Also bin ich jetzt überfragt, also richtig involviert bin ich nicht. Ist von Gilbert Hernandez. Sehr indie-mäßig gezeichneter Comic. Kannst du mal kurz reinhalten, ersten Seiten und so weiter und so fort. Zombie-Splatter unter anderem. Fährt halt zum Fahrwasser. Wir können es jetzt nicht bestätigen, ob es vielleicht ein Original gibt, aber ich sage jetzt nur einfach, das fährt im Fahrwasser von The Walking Dead. Ist eine Zombie-Geschichte. Sieht aber sehr anders aus. Ist thematisch tatsächlich sehr anders, ist so ein bisschen auf Splatter, ist ein bisschen spaßiger, ohne einen gewissen Ernst nicht zu verlieren, ist so eine Pulp-Geschichte, die auf Erwachsene dann schon ausgerichtet ist, sehr kurzweilig, in 4 Bänden abgeschlossen. Hast du den jetzt den ersten nur so als zum Ausprobieren geholt oder sind die 4 schon raus? Der zweite Band kommt jetzt im Juli raus. Also jetzt quasi ist durch, das stimmt, müsste ich mir jetzt leider nachbestellen, aber ich habe jetzt länger also damit geliebt, ob ich es mir hole, und heute war halt der Anlass, weil unser Comic-Händler unsere Standard-Comics nicht parat hatte, dachte ich mir, als Suchtkind, komm, jetzt gehst du nicht mit leeren Händen raus, jetzt bist du schon hier, und habe mir den halt mitgenommen und wurde auch nicht enttäuscht, sehr kurzweilig, in 4 Bänden abgeschlossen. Wenn diese Hernandez-Leute, oder der Hernandez-Typ, der ist, der auch dieses Love and Rockets gemacht hat, wie das hier hinten so angeteased ist. Ich weiß, doch. Doch, genau, doch, das sind diese Brüder, genau, diese beiden gelten so als die erfolgreichsten Indie-Typen, Gilbert und Jamie Hernandez. Genau, von diesem Love and Rockets habe ich halt schon voll auf was gelesen, also nicht die Hefte gelesen, sondern nur gelesen, wie Leute da die Hochbinden drauf. Das ist ja mal kurz mit hinten eben angedeutet. Also ist gut, sagst du. Finde ich, ist eine Empfehlung, und wie gesagt, man kann nicht viel falsch machen, in 4 Bänden abgeschlossen. Kurzweilig, ich bin ja nicht sonst, wie du weißt, deswegen bin ich ja bei Walking Dead nie eingestiegen, so der Zombie-Story-Arc-Fan, obwohl ich hier auch, wie hieß der Film mit Arnovovich, der Videospielverfilmung, Resident Evil, fand ich erstaunlich interessant, muss ich leider sagen. Ja, das Videospiel war interessanter, die Filme. Die Filme fand ich nicht so übel. Da kommt ja jetzt schon wieder einer raus, ne? Aber es soll ja jetzt schon, ist schon rausgekommen, oder nicht? Nein, noch einer. Nicht dieser After Live, sondern Trailer gesehen. Noch einer. Ja, überflüssig. Aber so übel waren die halt eben nicht. Wie gesagt, ich mache jetzt einen kleinen Rundown von der ganzen Geschichte. Was mir jetzt über den Weg gelaufen ist, die Bahnhofsbuchhandlung in Düsseldorf hat so einen kleinen Comic-Ausverkauf gemacht. Lucky Luke, dieser Held, jagt alle Schurken auf der ganzen Welt. Unter anderem so eine kleine Jugendliebe von mir. Ich habe ja irgendwann mal ganz am Anfang über die italienischen Comics eben gesprochen. Unter anderem hatten wir dann Little Doc vorgestellt. Ja. Gleichen Fahrwasser von diesen Bonelli-Comics ist auch, glaube ich, von Kult in Kult-Edition vom Schwarzen Klecks müsste das sein. Also in Wuppertal ist der Verlag beinhaltet. Schwarzer Klecks? Schwarzer Klecks, glaube ich, heißt das. Beinhaltet. Und zwar die Serie Die Gnadenlosen 4 ist eine Western-Serie. Mit? Also ursprünglich von Bonelli. Ich will jetzt mich nicht einmischen, aber mit dem großen Joe Kubert, ne? Also der Vater von Adam und, wie heißt der andere Kubert? Es gibt ja diese zwei Kubert-Brüder, hat früher ganz Sergeant Rock geschrieben, so berühmte Sergeant Rock-Storylines und so. Schon einer der großen US-Zeichner. Ja, was um da mir das Weg zu gehen und das ein bisschen kurz zu halten im Blog. Die Zeichnungen sind stark. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin tatsächlich von Tex Willer Besseres gewohnt, und die Koloration schlecht ist sie nicht, aber da habe ich anderes gesehen.
Ich habe mir jetzt auch, das werde ich beim nächsten oder übernächsten Mal reviewen, also Tex Willer ist der Hauptprotagonist, um das mal kurz zu erklären, ist ein Ranger, also US-Ranger, ist quasi so eine Art FBI-Agent, wenn man das so formulieren darf, oder Spezialermittler in dem Bereich, und der ist halt so einer marodierenden Bande von vier Leuten hinterher. Und quasi in jedem Band, ist ja vierbändig, stellt er einen dieser Leute. Ist sehr, sehr spannend erzählt. Absolute Empfehlung, wenn ihr dran kommt. Also ihr werdet die Serie halt auch nur noch bei, glaube ich, Amazon. Ich weiß nicht, bei Schwarze Plätze auf der Seite kann man es versuchen. Bei Amazon könnt ihr guten Erfolg haben. RA, die Serie. So 10 Euro pro Band. Damit müsst ihr immer noch rechnen. Echt? Ich weiß nicht, was die im Original gekostet haben. Dürfte ein bisschen teurer gewesen sein. Preis steht nicht drin, also ich habe geguckt, das ist jetzt so eine direkt das nach, dann wird man ja im Comic-Guide immer auf jeden Fall den Originalpreis problemlos rausfinden können. Also das ist jetzt so eine direkt Amazon-Bestellung aus Österreich von mir gewesen, wo ich halt auch deutlich weniger bezahlt habe, so circa ja, 6-7 Euro pro Band, aber pro mit bei Amazon fallen ja dann einzeln die Versandkosten an, das heißt, ich musste dann doch quasi den Zehner abdrücken, also sehr empfehlenswert. Und ich erhoffe mir in Tex Willer, das ist auch noch so ein etwas dickerer Sonderband zu diesem Protagonisten, dass der in der Ecke besser wird, aber für Western-Interessierte oder für, also eigentlich von Hause aus, deswegen störe ich mich auch vielleicht so ein bisschen dran, sind es eben Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und deswegen ja, ist die auch. Koloration von ein bisschen fremdlich, aber selbst diese Zeichnungen würden in Schwarz-Weiß dann eben funktionieren. Aber ist das sicher, ist das jetzt nachkoloriert oder ich glaube, dieser Joe Kubert müsste es speziell gemacht haben. Den haben sie wahrscheinlich speziell dafür engagiert. Also sonst aber gesagt, die Ursprung das, als das erfunden, also die Ursprungscomics sind schwarz-weiß. Das stimmt, genau. Aber ich glaube, das wird so ein Crossover gewesen sein. Also die laufen auch recht gut im östlichen und italienischen Bereich. Also ich weiß halt nur, bin ich überfragt, ich komme halt nicht aus Italien, aber ich sehe halt immer noch im Bahnhofsbuchhandel, da laufen halt immer noch Dylan Dog und wie heißt diese andere Serie? Na, ich Phantom. Ja, genau. Phantomas-mäßig sieht der aus. Mhm. Diabolik heißt das. Diabolik, genau. Hab ich auch noch, gab's auch noch ein paar Bände im deutschen Verlag. Ja. Weiter in dem Rundown, was wir nur geholt haben, nur gezeigt, ich Popeye kann man für schmales Geld bei Amazon und bei eBay sich schießen. Das ist eine der besseren Popeye-Ausgaben, also mit dem Originalzeichner, original kleine Cartoons, also Popeye at his best, super kleine Funnies, wen es halt anspricht. Ich liebe die Zeichnungen, ich liebe die Geschichten, die Stories funktionieren für mich auch 100 Jahre später. Also Popeye, meine erste große Liebe, muss ich an dieser Stelle halt einfach mal empfehlen. Ich glaube, aber nicht auf reinfallen, der Band ist zwar sein Geld irgendwo wert, auch also bis so 20 Euro würde ich schon dafür ausgeben, nur der wird auch teilweise sehr viel teurer gehandelt, da würde ich nicht unbedingt drauf reinfallen, einfach weil das auch so eine Serie ist, in der auch ich, Mickey Mouse, ich bin mir nicht über die Titel sicher, aber halt so Specials über Mickey Mouse, Goofy und die Disney-Charaktere waren, eben auch, dass es eben in den Popeye erwischt hat, also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ist für Popeye denn der nicht im Rahmen einer dieser es gibt bestimmt so auch so Kult-Editionen oder von der FAZ oder von der Bild-Zeitung. Ja, aber die sind furchtbar schlecht gewesen. Das war eine sehr, sehr schlechte Auswahl und ich glaube auch keine Original, vielleicht war es auch Original Zeugs, also ich habe mir den geholt mit großer Begeisterung, war da megamäßig enttäuscht und deswegen wollte ich den bei Bild war, glaube ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der FAZ nicht, ich glaube bei Bild war. Also nur bei Bild. Aber ich kann das gerne bis zum nächsten Mal nachgucken. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Und jetzt ist noch versprochen. Hier ist der Thunder Punchy Man aus der Master of the Universe Classics Reihe. Ich meine, ich hätte ihn mir eventuell wahrscheinlich so auch geholt. Obwohl ich es nicht geschafft habe, an den Fistor ranzukommen. Aber in Media Space, es ging ja darum, wir haben ja letztes Mal das erste DC-Comic seit 20 oder 25 Jahren irgendwie Zeit, vorgestellt. Die haben ja früher auch diese Mini-Comics bei den Masters of the Universe gemacht, die Figuren weiter. Das ist echt schade. Also, das ist halt schade, aber das ist halt ein Gimmick zu den Figuren. Aber ich muss Tim Seeley kennt man, den Ripken, genau. Und ich muss halt sagen, sehr stark. Es ist einfach eindeutig, das erste Masters of the Universe war nicht schlecht, aber es war halt so,
Mal sehen, was die kommt. Steigen halt auch direkt ein. Hier wird direkt eingestiegen. Die Zeichnung finde ich viel, viel stärker als bei dem anderen Comic. Es greift halt Wellington Alves, der mir jetzt nicht sagt. Es greift halt diesen Fantasy-Charakter sehr, 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 sehr stark auf und diesen mystischen irgendwo. Also gefällt mir sehr, vor allem, wenn ich das mal kurz reinzeigen darf, ist eben halt auch der Skeletor als Bösewicht. Ich hoffe, es gibt, ja, das Ganze ist halt ein sehr kleines Gefrimmel. Als Bösewicht ist es dem halt sehr, sehr gut gelungen, den darzustellen. Und der war ja bei den regulären DC-Comics ein bisschen gelungen. So, ne? Jetzt ein kleines Teaser. Es ist immer noch ein Werbeheft, natürlich, worum geht's. Also es geht, He-Man geht nach Britannia. Also das ist diese Schlacht, die vor oder nach stattfindet. Also sehr, sehr, sehr coole. Aber die Geschehnisse sind halt sehr stark. Nun kann ich es dem generellen Comicleser halt natürlich nicht empfehlen. Kein Mensch mit irgendwie 30 Euro, der nicht die Figuren sammelt, ausgeben wollte, halt nur Beiwerk. Ne? Es ist halt nur Beiwerk. Aber eben, ich wollte mal reingeguckt haben und leider bestätigen, dass das Comic in Großformat, vielleicht bleibt die Hoffnung, dass das vielleicht mal in Großformat irgendwie bei Dark Horse, wo das Comic auch also produziert wurde, rauskommt. Bleibt nur die Hoffnung dafür. Wobei, vielleicht sehen die Zeichnungen in Großformat auch gar nicht mehr so gut aus. Nein, das glaube ich nicht, Tim. Ich glaube, nur so wie die Panel und so weiter dargestellt sind die eigentlich auf großem Markt ausgelegt, ehrlich gesagt. Kann sein, ja. Also es ist sehr schwierig, die zu lesen, also auch gerade die Sprechblase. Ja, das ist ja der erste Teil von einem Reiter, also musst du dir die anderen Figuren ja dummerweise auch... Oh, wie traurig, aber ich werde es auf jeden Fall... Okay, so viel zu meinem ersten Block. So, kommen wir zum nächsten Teil, und zwar einmal Nummer 3 der aktuell laufenden Godzilla-Serie bei IDW und als Nachtrag quasi der mittlerweile nicht mehr laufenden Godzilla-Legends-Serie, Godzilla Legends Nummer 4 von 5 Bänden, glaube ich, waren es, die der Zilli sich irgendwie nachbestellt hatte. Ich reiß den mal kurz ab, weil wir können bei den beiden gemeinsam was dazu sagen. Godzilla Legends, dieser vierte Band, wenn ihr die anderen nicht habt, ihr braucht die anderen Bände nicht haben, der ist verdammt, verdammt, verdammt großartig und der beste aus der ganzen Godzilla Legends Serie. Die Zeichnungen sind einfach megamäßig gut, also mit die besten, die in der also neu aufgelegten Godzilla Serie präsentiert wurden. Es ist eine abgeschlossene, kurze Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, es geht featuring Ghidorah, also es ist dieses, ich glaube, das ist einer der zweiten, dritten Filme oder so, weiß ich nicht, 80er Jahre Godzillas oder so, einfach ein vollkommen bescheuertes Monster. Also ein Schleimvieh. Ja, so ein Schleimvieh, das sich da gebildet hat, aus aus einer Pflanze und dem Herzen, der Seele, der Frau eines verstorbenen Wissenschaftlers. Das wird hier natürlich nicht erklärt, weil man davon ausgeht, dass man das weiß. Und das Monster sieht einfach bescheuert aus. Ich habe mir den Band auch längere Zeit nicht nachbestellt, weil ich gedacht habe, gut, dann überspringst du den. Und habe den Band quasi nur bestellt, weil ich eine Nachbestellung gemacht habe beim Online-Comic-Shop und irgendwie über die Versandkosten hinaus wollte. Und verdammt, ich wurde belohnt. Wirklich super starke Zeichnung, super Geschichte, sehr sinnig. Godzilla kommt vor, Monsterkämpfe kommt vor, Mecha-Godzilla kommt vor. Hervorragend, für schmales Geld zu bekommen, nachzubestellen, haut rein. Ich bin übermäßig begeistert, ich sag's auch jetzt schon mal. Eine 4 von 5 Sternen. So, hast du eben bei den ganzen, ist egal. Ja, das war halt mal ein bisschen Rundown, das war ja auch eine Empfehlung, die ich nicht so vorgestellt habe, aber da wirklich lege ich jeden Zuseher ins Herz, der Comics mag und liest, den lasse ich dir auch gerne da, mal wenn du dich erinnern magst oder nicht. 4 von 5 Sternen, einfach mal mit so ein bisschen so einer Einschränkung, weil es eine 4 in einer 5-teiligen Serie ist, aber ansonsten echt für jeden Comic-Interessierten, Fantasy-Interessierten zu empfehlen, der auch nur ansatzweise Godzilla-affin ist. Jetzt hast du aber beeilt, ne? Ja, immer. Ich bin also Godzilla Nummer 3. Wir hatten ja beim letzten Mal 1 und 2 zusammen gemacht und waren, glaube ich, beide eher so mäßig begeistert. Ja, mäßig, ne? Schlecht, ja. So, war jetzt nicht total scheiße, aber war okay, so... ich für meinen Teil muss das ein bisschen revidieren. Ich finde, mit Nummer 3 zieht das Ganze ganz ordentlich an.
Also ist jetzt quasi so, dass dieser Typ Boxer, der dieser Jason Statham verschnitt, ja, Fußgänger aus Großbritannien, das heißt eigentlich verschnitt, eigentlich ziemlich genauso aussieht und sich so verhält und so redet, jetzt halt quasi sein Special Ops Headhunter-Team zusammengestellt hat und jetzt quasi Jagd auf Monster macht. Die Monster in dieser Geschichte sind jetzt erfolglos, versuchen sie erstmal den fliegenden Kollegen dazu, den Roland zu cachen. Aber das Ganze zieht nämlich jetzt vom Erzähltempo an. Erstmal wird das Monster vom letzten Mal, Aguilar, der stammfällige Aguilar, glaube ich. Beziehungsweise hier dargestellt hat Angirius. Der wird erstmal besiegt. Und somit wird erstmal klargestellt, okay, diese Waffen, die sich da jetzt für viele Millionen irgendwie gekauft haben, funktionieren, knallen also erstmal das erste Monster weg. Und das wird eben nicht wieder das ganze Heft geschreckt, sondern dann geht es halt auch zum nächsten Monster. Natürlich haben sie vorher mit den ganzen Weltnationen klargestellt, dass die so und so viele Millionen, genau, Milliarden... Sie besiegen das erste Monster und sagen dann so, wir hätten gern pro Monster 7 Milliarden, und man wird halt auch, das fand ich ganz witzig, wird halt so gefragt, so, ja, wie viel Geld? Und dann sagt so, das ist ja gerade mal ein Dollar pro Mensch. Genau. Ist ja ein Schnäppchen. Und dann machen sie sich halt auf, die anderen zu jagen, und das Erzähltempo reißt halt ein bisschen. Also gibt durchgehende Action. Die ballern also auch ständig irgendwelche Monster. Dieser so, und die schräge, der schräge Zeichenstil fällt dabei nicht mehr so ins Gewicht. Also ich finde mittlerweile, es sieht gar nicht mehr so, man gewöhnt sich irgendwie dran. Genau, weil das kann man es nicht formulieren. Es ist die Monster sehen ordentlich aus, das muss man ja auch mal sagen. Genau, und dann gibt Rogan oder heißt auch Rogan, ne? Rodan. Dieser Flugsauriermäßige, der entkommt ihnen auf jeden Fall. Dann wird danach... dann fangen sie bei Mothra. Mothra wird zu einem riesen Netz gefangen, da gibt es auch eine ziemlich cool aussehende... also Splashpage, und der Comic endet dann wiederum damit. Also es gibt die immer noch. Sie setzen sich halt Godzilla als nächstes Ziel, aber. Genau, sie wollen dann. Godzilla geht nämlich hier auf das Seattle, ne, mit diesem Bogen, oder? Genau. Der Houston. Nee, St. Louis, es steht oben drüber, nicht gerade lustig, US-Städte. St. Louis. Es gibt einen kurzen Schnitt zu Godzilla, wie er halt gerade St. Louis fertig macht. Können wir auch gerade zeigen. Wenn wir schon nicht lesen können, dann können es halt nicht. Und sie beschließen sich dann halt, quasi, okay, jetzt gehen wir auf Godzilla los. Das Problem ist, die sind gefickt. Ist ihnen ja letztes Mal entkommen, und das beißt sie jetzt in den Arsch, weil während sie in so einem Helikopter sitzen, werden sie von denen angegriffen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand das beim letzten Mal ja ein bisschen lahm. Ich fand die Einführung mit dem Mädchen, das so komisch getötet wird, ein bisschen blöd. Unnötig, teilweise. Einfach die ersten beiden Bände, man hätte die beiden Bände in einen Band vielleicht zusammenkriegen. Aber jetzt hier, wie gesagt, das Tempo zieht echt an, es wird quasi durchgehend geballert. Die haben jetzt dieses Team, das ist ganz witzig. Macht auf jeden Fall jetzt Spaß gemacht. Also ich gebe ihm eine 3. Ja, 3 gebe ich auch. Und man kann ja schon mal sagen, das sollte dann im nächsten Podcast sein, damit es so richtig unübersichtlich wird bei den Godzilla-Serien. Es kommt noch eine neue Godzilla-Serie. Auf die wir uns ursprünglich hier gefreut haben und so ein bisschen gedämpft waren. Ja, also das heißt, neben der ja jetzt wieder adjektivlosen, ganz normalen Godzilla-Serie, wo ich ja letztes schon mich gefragt habe, warum sie die neu angefangen haben, wenn sie vorher eine Godzilla-Serie eingestampft haben, hätte man ja auch einfach weiterlaufen lassen können. Gibt es jetzt halt parallel noch einen, ich habe leider den Untertitel vergessen, also die heißt Godzilla Doppelpunkt und dann irgendwie irgendwas mit War oder mit einem sehr guten Zeichner, auch dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber der so sehr Jeff Darrow mäßig, sehr ganz detailreiche, so fast schon so wimmelbildartig, suchbildartige Zeichnung hat, und das natürlich sich bei Godzilla mal gut anbietet. Wenn Godzilla ganze Städte in Schutt und Asche legt, da kann man ja sehr detailreich viel Schutt umzuzeichnen, wie das ja auch eben angesprochener Jeff Darrow in dieser Serie mit Frank Miller gemacht hat. Little Boy und genau, Robot. Rusty. Nee, das war nicht. Noch Rusty the Robot und Big Boy? Oder Rusty and Big Boy? Irgendwie so, ne? Die wir auch in irgendeinem der älteren Podcasts... Ich glaube, es war noch Audio. Dann trifft Podcast sogar zu, ne? Big Guy and Rusty. Big Guy and Rusty vorgestellt haben. Das ist ja auch nichts anderes ist als eine... so ein großformatiger Godzilla-Comic war das. Ne? Godzilla-Story. Ja, also von mir auch eine 3. Hat wieder ganz gut angezogen. Also, Na dann, Herren, jetzt liegt es ganz bei dir. Wenn dir nicht einfällt, was es ist, verlieren wir March für immer. Ist im Pudding. So, Funny Time, Simpsons Time. Ich war in den letzten Wochen sehr, sehr betrübt. So betrübt, dass ich mir die Extra-Ausgaben nicht gekauft habe. Man muss ja ein Zeichen setzen, wenn man nicht zufrieden ist. Hast du nicht bei der letzten Ausgabe noch gesagt, die wäre nicht schlecht gewesen? Nein.
Nein, du wolltest die mir nur reinschieben, das sitzt du heute noch. Da habe ich das Gefühl, dass du mich in diese Ecke drängen willst und das mag ich. Ich möchte nicht Olympia. Obwohl, Olympia soll ja ungewohnte Quoten haben, wie lange nicht mehr. Also das Interesse für den Olympia scheint ja irgendwie groß zu sein. Hm. Wieso auch immer. Also, der Simpsons-Blog, Simpsons Comics Nummer 190, der aktuelle, Bart Simpsons 64 und außer der Reihe der Milhouse-Spin-Off, den ich mir dann doch nochmal zusätzlich auch geholt habe, auch wieder um über die Versandkosten zu kommen. Aber das Cover finde ich witzig. Ich war voll positiv überrascht. Wir haben hier so ein Cover mit, was ist hier drauf, der dritte Mann, Conan, der Barbar, Hayun und hier, wie heißt das, dieser, war das nicht so ein Disney-Streifen mit diesem großen Roboter? Ja, da gibt es ja... Der soll aber sehr gut sein. Mhm. Also den ist eine Animationsschreiben, ich weiß nicht, wie das für Disney war. Ja, weiß ich auch nicht, hast du wahrscheinlich recht. Mhm. Auf jeden Fall, kurzweilig, hat knappe 3 Euro gekostet, also 2,99 im Original. Man kriegt einen... Boah, jetzt bin ich zum Alte. Das ist, glaube ich, der Platz, an dem man hier sitzt. Ne? Da gab es schon mal die Leute, die kommen. Die kommen das Geld hat sich schon wegen diesem geilen Frillhouse-Aufkleber gelohnt. Okay, der ist scharf. Erste Mal, dass ich so ein Special cool finde. Ja, jetzt bin ich total traurig, dass ich mir zwei davon geholt habe, weil der wird natürlich nie das Set verlassen. Auf jeden Fall jagen die Milhouses aus eben durch diverse kleine Kurzgeschichten mit verschiedenen Zeichnern, also von James Bond bis hast du nicht gesehen, da geht er in irgendwelche Fantasiewelten. Alles recht gut gemacht, kurzweilig, unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. Also schon so ein bisschen fast wie dieses... Wie Bart Simpson, das Bart Simpson. Nein, ich meine auch wie totes Comicbook-Typen. Also ja, sehr viel genau, sehr, sehr viele Anspielungen, aber eben halt konzentriert auf Filme, also keine großartigen Crossovers. Wirklich für die 3 Euro plus diesen Aufkleber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und was eben für die Autoren auch spricht, ist, Milhouse bleibt bis zum gewissen Grad immer noch unsympathisch. Man hat diese leichte Fremdscham und... Naja, und wird durch die ganze Riege der Comiczeichner gemacht. Also, ich möchte sagen, das nächste Heft müsste mittlerweile raus sein. Ist keine Milhouse-Fortsetzung, sondern beim nächsten Mal wird man sich auf den kleinen Homer konzentrieren. Also, das ist hier schon angekündigt. Ja. Das ist quasi. Und da das ein einzelnes Heft bleibt, ohne dass sich das jetzt ausdünnt, bin ich jetzt mal so feist ein, was da geboten wird für dieses Heft, der Simpsons und Funnies mag, gebe ich 4 von 5 Sternen tatsächlich. Also auch mit noch einem schönen... Wärmefrei vor allem. Ja, wärmefrei. Aber Bongo macht das, glaube ich, grundsätzlich. Ja, also die haben wir aber auch nicht... Ich wüsste jetzt nicht, was mir das letzte Mal gefragt. Ich weiß halt auch nicht, was die so weiter im Programm haben, außer die Simpsons. Steht denn hier nicht irgendwas drin? Ja, Simpsons, Futurama. Futurama und eben Sergio Aragonis, diese ab und um paar Sachen. Ja, hier steht Simpsons. Bongo-Checklist. Simpsons. Ja, Simpsons. Ja, Simpsons, Bart Simpson und so weiter. Komme ich mal hier zum Bart Simpson. Schwimmt im gleichen Fahrtwasser wie der Milhouse-Comic. Kleine Kurzgeschichten aneinandergereiht, unter anderem so ein Thema, wo Bart und Homer irgendwie in Südamerika landen. Verschiedenste Zeichenstile, auch welche, die eben ungewohnt sind, aber mittlerweile ist einem bei dem halt fast nichts ungewohnt, weil eben so viel zusammengewürfelt wird. Kurzweilig, richtig lustig zu lesen. Ein paar nicht intelligente Geschichten, klar. Ein paar nicht. Bin ich jetzt auch wieder... Ah, wie ist das denn mit dem Preis? Haben sie ihn erhöht? Nee. Glücklicherweise nicht. Ich bin noch bei 2,50. Im Gegensatz zum letzten Mal. Okay. Und da muss ich echt so sagen, weil ich die letzten Mal so enttäuscht war und fast da vom Zug abgesprungen wäre, trotz der ungeraden Nummer, bei der ich hätte abspringen müssen, gebe ich auch eine glatte 4 für das Bart Simpsons Nummer 64. Sehr kurzweilig zu lesen. Jetzt übertreibst du aber. Und bei den Sachen muss es grundsätzlich sagen, ja, ich relativiere das Ganze jetzt beim Simpsons Heft. Man muss eben auch relativ sagen, bei diesen beiden angesprochenen Heften, Kurzgeschichtensammlung. Das heißt, für die Bahnfahrt einfach mal mitnehmen, für unregelmäßige Leser, man muss das Ganze nicht erfolgen. Ich glaube, das wertet sich nur, weil die mittlerweile in jedem Simpsons-Ding eine Serge Aragonis-Nummer drin haben. Ja, und da haben sie mich, ne? Da haben sie mich immer mit. Dann das reguläre Simpsons-Heft, die Nummer 190, ist diesmal auch ungewohnt gut. Das ganze Heft folgt einer Geschichte, in einer coolen Geschichte, die aber gut ist und mein Herz irgendwie erwärmt. Es geht darum, Homer Simpson verkleidet sich als Mr. Burns und macht das Internet kaputt. Es ist so dumm, dass es für mich funktioniert, einfach deswegen, weil man die ganzen anderen Simpson-Charaktere mit einbezieht, auch die vorher aufgebauten Charakterisierungen übernimmt, benutzt, um diese Geschichte zu tragen und zu erzählen.
Ich möchte nicht, dass der Malte wieder hier neben mir den Kopf, die Augen verdreht und so weiter. Ich hätte jetzt auch fast eine 4 gegeben, gebe aber ausnahmsweise eine 4. Nee, ich gebe eine 3, weil das halt von der Form noch... Wir alle nicht, wer deine Sterne sind. Also ich gebe eine 3, weil es eine solide Abgeschlossenheit Geschichte ist. Man kann auch zugreifen, halt nicht so kurzweilig. Man muss sich schon ein bisschen durcharbeiten. Und wenn man nicht Simpsons-Fan ist, bleibt halt die Frage, ob man dazu bereit ist. Also gebe ich den ganzen 3 von 5 Sternen. Sammelst du eigentlich diese Bongo-Marken? Ja, woher denn? Die schneide ich doch nicht aus. Was bringt das denn, wenn du die sammelst? Nichts. Da hast du Freude dran. Aber ich sammle Briefmarken, das kann ich mal erwähnen. Also wer mir einen Brief schicken will, mit einer schönen Marke, dann bekommen. Nächste Review. Der aktuelle Transformers-Band, der mir vorliegt, das ist die Nummer 7 in der Marvel Meets the Eye-Serie. Wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist die Space Odyssey-Line bei den Transformers. Die Battlestar Galactica. Genau, die Battlestar Galactica-Reihe. Worum geht es momentan? Man hat gerade so einen Schlenker von der Hauptstoryline gemacht. Die geht schon in die Richtung, dass man... Optimus Prime zurückholt und eine übergeordnete Geschichte eben erzählen will. Aber ich bin so begeistert von diesem kleinen Heft. Ich habe es erstmal so ein bisschen überflogen. Süßen kleinen Heft. In diesem süßen kleinen Heft so erstmal überflogen. Fand es erstmal nicht so gut. Die Zeichnungen sind gewohnt stark für mich jedenfalls. Also ich finde auch die Zeichnungen stark, wenn ich direkt mich auf ungewöhnliche Kolorierung oder so. Ja, genau. Ja, ich jetzt sagen, also ich finde es ein bisschen. Die Zeichnungen sind stark, also die Transformers, also ich meine, das ist ja immer das Brot und Butter dieser Serie. Wenn du eine Transformers-Serie hast, dann müssen die Roboter cool aussehen. Wenn du das hinkriegst, ist alles in Ordnung. Und das schaffen sie halt, finde ich. Ich finde auch, es wirkt so ein bisschen blass von der Kolorierung. Weil ich glaube, das ist so eine Absicht zu der anderen Serie, die hat eine andere Kolorierung. Und es passt so ein bisschen in diese... Ja, man ist auf anderen Planeten, man will wahrscheinlich auch dieses Neonlicht, dieses Raumschiff irgendwie. Sie schaffen es auch, also es funktioniert auch. Ich muss sagen, das ist ja im Vorfeld ja oft ein Kritikpunkt meiner, bei wenn du hier die gerade so IDW-Sachen hauptsächlich Transformers, die sahen halt oft billig aus. Die sahen halt oft aus wie gewollt und nicht gekonnt. Also ich kann es nicht. Und das ist hier definitiv anders. Selbst bei der eben besprochenen Godzilla-Serie, die jetzt sicherlich von den Zeichnungen nicht unter meine Lieblingszeichnungen zählt. Der Typ hat einen eigenen Stil. Es sieht nicht so aus, als hätte der irgendwas versucht, was er nicht hingekriegt hätte. Der hat einen eigenen Stil und der funktioniert wunderbar. Dann ist es auch egal, ob das jetzt eine realistische Gesichtsdarstellung ist oder so, weil der hat halt einen Stil und zieht den durch und das wirkt. Das wirkt 100-mal besser, selbst wenn es dann ein sehr simpler Stil ist oder mein Gesicht total anatomisch unkorrekt ist, als wenn du das Gefühl hast, der will so einen auf Jim Lee Superstar-Zeichner machen und total coole und dann kriegt das nicht hin und ihm entgleist alles. Und dieser Look dieser Serie ist halt wirklich sehr... Also da kann man sagen, dass der Reboot dem Ganzen wirklich gut getan hat. Also Malte hat ja schon vorher auch gesehen, welche Hefte ich da präsentiert habe. Ja, auch bei dieser Generation One, die du letztes Mal gezeigt hast. Da fand ich die Zeichnung sehr schwach. Es war schon schwer, Transformers-Fan zu sein. Und man wird jetzt belohnt. Also, was passiert hier in der Geschichte? Also wie gesagt, die kommt von der Hauptstoryline ein bisschen ab. Aber das wird in eine andere geführt. Die verfolgen eine kleine... Freelancer Decepticon-Team, also so ein Team von 6, 7 Robotern, die sich auf so Schrottplaneten, also ihr Leben sichern, indem sie irgendwie quasi Leichen plündern und da ihr Energon herbeziehen oder teilweise kleine Trupps von Autobots oder nicht allianzzugehörigen Robotern überfallen, die fertig machen und deren den ganzen Sprit klauen. So Piraten. Kleine Piraten, aber so richtig fiese indonesische, die Leute reisen und so weiter und so fort. Man folgt denen. Und der Malte hat das letzte Mal, glaube ich, auch schon angekündigt, Dinobots dabei. Das wäre jetzt mal eine Frage. IDW hat ja für den nächsten Monat den Dinobot-Mann angekündigt. Und das ist so ein schöner Twist, mit dem sie das dahin führen. Kriegen sie das denn gut hin? Also es wird ja jetzt so aufgesetzt, so aber nach dem Motto, wir knallen jetzt gleichzeitig in alle drei laufenden Serien diese Dinobots rein. Bei der anderen kann ich es noch nicht sagen, aber denen gelingt das sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich es erstmal gar nicht kapiert habe. Zur Erklärung, dieser kleine Trupp stößt auf so ein Decepticon-Mutterschiff, beziehungsweise so ein Sternzerstörer. Das ist quasi so ein Schiff, das aussieht wie ein Decepticon-Zeichen, sind da total ergriffen. Ja, weil sie das also nur von Legenden her kennen. Also einer von denen hat wohl auch so ein Schiff auch gedient und die sind ganz baff.
Sie treten ein und plötzlich begrüßt sie so eine nonchalante Hologramm. Hell. Ja, genau, Hell. Herzlich willkommen, Leute. Ne? Ihr seid ja ganz gut drauf, aber einer unter euch ist ein Verräter. Und wenn ihr irgendwie in den nächsten Sekunden irgendwie den Verräter nicht eliminiert, machen wir euch alle platt. Und dann gucken sie sich gegenseitig blöd an, wer von uns ist es. Wir wollen quasi gerade aufeinander losgehen, bis sie dann so eine Nebentür aufmachen. Und da, wenn ich es mal präsentieren will, erscheint ein Roboter mit Autobot-Zeichen drauf. Also erstmal Decepticon-Look und es ist halt Grimlock. Wird es auch angekündigt, Grimlock unleashed. Sehr gute Nummer, also man muss auch wirklich... Aber der ist doch jetzt kein Dinobot. Doch. Ach so, okay. Der Grimlock ist eben der Dinobot-Anführer. Aber ist das denn jetzt so, dass die Serien dann schon so richtig auch Crossover-Elemente haben oder ist einfach nur bei jedem Tauchen irgendwie Solo erklärt? Das kann ich dir noch nicht sagen, das können wir erst bei der nächsten Review eben sagen, wenn wir hier bei der Nummer 8 oder bei der 7 von... von der anderen Serie. Aber Generation 1 ist ja schon richtig trashig scheiße. Ja, aber das liebe ich. Das ist hier dieses andere, dieser alte Zeichenstil. Da gebe ich dem Malte recht, der ist nicht gut. Da muss schon ordentlicher packen Nostalgie mitspielen. Im Heft gebe ich auch eine 4 von 5 Sternen. Ich kann Leuten halt nur empfehlen, die Sci-Fi-Fans sind, nicht unbedingt Transformers-Fans sind, aber Sci-Fi-Fans sind, die Trades sich auch im Nachhinein zu besorgen, die ersten müssen auf jeden Fall raus, weil die sind dann relativ schnell. Gut, dann zur letzten finalen Review dieser Sendung. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero. Ja, zum Abschluss, heute ist sehr heiß quasi die IDW, das ist sogar, die IDW, die IDW-Sendung quasi. Mhm. Es geht nämlich Abschlussband Turtles, Track Nummer 2. Sprich die Bände heißt Enemies Old, Enemies New. Enemies Old, Enemies New. Und enthält ja genau Turtles, ich glaube 5 bis 8 müsste es sein. Guck mal. Echt? Bis 8? Ja, also der erste Trade war 1 bis 4. Ja, dann müsste es 5 bis 8 sein. Und es ist halt der zweite Trade. Also ich hatte vorher die Hälfte mal gereviewt, dann aus irgendwelchen Gründen hält die unser oder mein Comic-Händler nicht über seinen USA-Händler. Das heißt, ich musste mir die jetzt bei Amazon bestellen. Wobei der bestellt doch direkt über... Ich verstehe es nicht. Naja, es ist auf jeden Fall sein Pech, weil dieses Ding, wir haben es beide gelesen, und wir waren ja bei der Micro-Series noch so ein bisschen Ich habe ja noch groß getönt, ey, so gebe ich dem Ganzen keinen Erfolg. Und super. Und auch, ich habe die ersten 4, ich weiß gar nicht, habe ich die gelesen, habe ich sie vielleicht? Ich meine schon. Wenn ich sie gelesen habe, ist es so lange her, dass ich nicht mehr weiß, dass ich sie gelesen habe. Aber ich kann dazu sagen, die ersten 4 waren nicht so stark wie das. Man muss, braucht sie aber auch nicht. Also wer ein Grundverständnis von Turtles hat, und das ist jeder, der in den 90er Jahren groß geworden ist, der weiß grob, es gibt da 4 Turtles, es gibt meistens Splinter und es gibt 2 Böse und das ist gut. Mehr brauchst du eigentlich auch nicht wissen. Ich war aber sehr positiv überrascht. Also was nur grob zusammengefasst, in den ersten 4 Bänden wird einfach erklärt, wie Raphael wieder zu den Turtles stößt. Genau, der verlorene Sohn. Schon. Raphael ist der verlorene Sohn, er kommt zurück und den Inhalt, auch wenn das jetzt kein Qualitätsmerkmal ist, kann man relativ schnell wiedergeben. Die Turtles werden individualisiert, die kriegen in diesem Band kriegen ihre farblich unterschiedlichen Stirnbänder oder Augenbinden. Und es wird nett erklärt, fand ich auch. Um dazu zu sagen, ursprünglich, wie gesagt, Leute, die wie ich auch hauptsächlich die Turtles aus der 90er Jahre Zeichentrickserie kennen, die kennen die Turtles ja nur mit den unterschiedlichen Dingern, damit man sie halt auch einfach unterscheiden kann, abgesehen von den Waffen halt noch. Und ursprünglich in den Comics waren sie ja schwarz-weiß und die ersten Actionfiguren, Actionfiguren hatten, beziehungsweise auf dem Cover und so, hatten die einfach immer alle rote Augenbinden. Und hier wird es jetzt so erklärt, so bis jetzt hatte die alle rote, weil ihr Raphael gesucht habt und Raphaels Farbe rot ist und ihr hattet quasi eine Erinnerung an euren Bruder, alle rote Augenbinden. Jetzt seid ihr wieder, ist ja wieder da und wir sind ja, obwohl wir eine Familie sind, sind wir Individuen und jetzt kriegt ihr alle auf eure Persönlichkeit abgestimmte Farbdinger. Und damit Raphael nicht traurig ist, kriegt er neue Size. Genau, kriegt er neue Size. Und die Story ist im Endeffekt nur, ich würde sagen, es gibt 3 Stories. Einmal, wie die Turtles sich halt wieder zusammenfinden und es wird so deren, ja nicht wirklich Origin, aber eben deren Verbundenheit so zur... Verbundenheit. Also es gibt quasi eine parallele Erzählung aus dem feudalen Japan mit Ninjas und so.
die genauso abgelaufen ist wie mit, also wo die gleiche Konstellation war bei den Turtles. Es gab einen Vater, es gab diesen bösen Shredder und es gab diese vier Söhne. Und es ist jetzt nicht so, dass die das wirklich gewesen wären. Aber im Geiste, im Geist, ihre Seelen sind jetzt quasi reinkarniert in dem neuen. Schlecht so nachzuerzählen, aber es funktioniert. Vor allem die Zeichnungen in den Flashbacks sind, also auch ich finde auch so die Zeichnungen gut, aber die Flashback-Zeichnungen sind halt der Hammer. Parallelgeschichte ist Casey Jones mit April O'Neil. Da gibt es quasi, der quasi von seinem Charaktere verbunden. Alkoholsüchtigen Vater so ein bisschen drangsaliert wird, beziehungsweise mit dem in der WG lebt. Und sonst nicht so glücklich ist. Genau, schulmäßig nicht vorankommt. Das Problem ist natürlich Eishockeyspieler, wie man ja an seiner Bewaffnung und Glück halt schon absehen kann. Und er hat dann das Problem, dass er in seinem Stipendium, also wie das in den USA so üblich ist, er spielt halt in der Uni, ist das eigentlich nur für den Sport, aber gleichzeitig muss er einen gewissen Notenschnitt halten, damit man ihn im Sportteam lässt. Das droht eben aufgrund auch seiner Turtles-Aktivitäten und eben des... Vorher hing ja auch immer besagten Raphael ab. Des, hat da und eben des ihn nicht unterstützenden Alkoholiker-Vaters halt irgendwie alles ein bisschen in die Binsen zu gehen. Und der Coach droht ihm halt, wenn das nicht auf die Reihe kriegt, kicken wir dich vom Team. Mhm. Gleichzeitig sucht April O'Neil jemanden, der ihr nach diesem traumatischen Erlebnis in diesem Labor, wo die Turtles geschaffen wurden, halt irgendwie Selbstverteidigungskurse gibt. So finden die zusammen und April, sie kommen sich so ein bisschen näher, ist noch keine Liebesgeschichte, aber sie unterhalten sich ein bisschen und April sagt halt so, ja, du wirst mich für verrückt halten, aber es gibt so Turtles und daraufhin zeigt Casey Jones ihr die Turtles, was dann aber am Ende erst ist, also die beiden werden da verknüpft, April wird sehr geschickt, finde ich, in den Turtles-Kosmos eingeführt. Dazu eben und endlich die Bösen. Genau, halt dazu endlich. Baxter Stockman wird wieder halt erwähnt. Das ist in dem Fall haben sie das ein bisschen gerebootet. Ist jetzt ein farbiger Wissenschaftler in dem Zusammenhang. Ja, so habe ich es zumindest eben verstanden. Der halt in diesem Labor forscht und untergehen irgendwie. Und es wird halt so eine Szene mit diesen neuen katzenartigen Mutanten wird eben beschrieben, wo er eben enttäuscht von ihm ist, dass er es nicht geschafft hat, eben die Turtles bzw. seine Aufgaben zu erfüllen. Ich fand es halt, hatte so ein bisschen Parallelen zu Captain America. Wir haben das Supersoldatenserum gefunden, hat es gut funktioniert mit den Turtles, jetzt versuchen wir das immer wieder zu reproduzieren und haben diverse, also es gibt quasi den mysteriösen, eben nicht mehr so mysteriösen Aufgabenthema, nämlich Krang, der aus einer so gut dargestellt, der so richtig, so fast so beisenmäßig, so abgedatet ohne Ende und richtig, also von wegen Likes und Dislikes, das muss ich echt hervorheben. Wie die das gemacht haben, also zunächst sieht man gar nicht, dass Krang ist, also einfach, na gut, muss ich jetzt nicht zeigen, aber so wie Winkel positioniert sind, die Panels positioniert sind, also ich habe gedacht, es spielt auf diesen Steinsoldaten Planeten, sehr nett gemacht. Und offenbart, dass Krang, also wie man das klassisch kennt, in diesem Brustkasten sitzt da dieses Gehirn, genau. Was auch, in dem Fall ein bisschen höher, genau, der Look ist schön modernisiert, der hat so ein bisschen so eine armeemäßige Uniform, sieht ein bisschen aus wie Beißen, also so dieses klassische Diktator-Fascho-mäßige, hat so eine Green Beret auf und so eine Uniform. Und der hat quasi bei Baxter Stockman den Auftrag gegeben, mach mal ein gutes Mutantenserum, damit ich hier meine Armee züchten kann. Ich kriege auf meinem Heimatplaneten irgendwie die Rebellen nicht in den Griff. Ja. Und was ich ganz interessant finde, ich aus der Serie kenne ja Shredder als Handlanger von Krang. Mhm. In der Serie scheint es so zu sein, dass Shredder autark, also unabhängig die von Krang... Die müssen sich ja organisieren, ja. Krang agiert und die eben eher noch Feinde und Konkurrenten sind. Gleichzeitig gibt es aber von Baxter Stockman halt so kleine Roboter entwickelt, so Mauser, genau, die klassischen. Die kommen greifen, auch in Turtles-Spiele. Die greifen eben die Turtles an. Easy. Während diese ganze Krang-Storyline eher noch im Hintergrund läuft, wird halt wittern die Turtles langsam, der Foot Clan kommt und irgendwo irgendwas Größeres ist im Busch, werden aber eben von diesen Katzenmutanten, dessen Namen mir jetzt auch gerade nicht einfällt, eben mit diesen Mausern angegriffen und der schafft es eben mit Splinter zu fliehen. Während eben in dem Moment Casey Jones mit April in der Szene aufläuft und sie sich jetzt halt aufmachen müssen, Splinter irgendwie quasi aus den Fängen von eben auch Baxter Stockman und damit quasi auch Krang zu befreien. Und das war die große Stärke von dem Band. Also zwei Sachen, die mich positiv überrascht haben, waren A, die Zeichnung. Mhm. Gerade die normalen Zeichnungen sind schon gut, aber die Flashback-Zeichnungen in Japan fand ich sogar sehr gut. Ja. Sehr detailreich, super Zeichnung. Und was ich halt gut fand, ist, wie diese ganzen kleinen Elemente, die man halt eben alle braucht, die auch alle diesen Turtles-Charme ausmachen, die Nebencharaktere, die Interaktion zwischen den Turtles, die Dialoge und so,
das Ganze zu verknüpfen zu einer so guten Handlung. Und das Erzähltempo gleichzeitig irgendwie angenehm zu halten. Alles am Ende logisch alle Fäden zusammenzuführen. Es wirkte jetzt nicht irgendwie zu sehr gekünstelt, dass April in die Szenerie kommt, dass Crane kommt. Es passt alles zusammen. Und was ich schön fand, der Ton ist sehr schön gemischt. Du hast einmal dieses eher kindliche, die Turtles bringen untereinander, gerade Michelangelo redet halt so einen lustigen Slang und sagt ständig so lustige Sprüche und bringt irgendwie so Wortspiele. Das funktioniert also auf dieser etwas lustigen Kinderebene. Gleichzeitig ist der Ton, gerade auch wieder in diesen Japan-Flashbacks, schon ziemlich ernst. Da werden Kinder umgebracht. Ja, und das ist nicht, dass ich darauf steil gehe, dass das irgendwie, das wird auch nicht gezeigt. Und ich finde das jetzt auch nicht toll, dass es Gewalt gibt, aber es ist halt so... Also dieser Umgebung wird halt also dadurch ein gewisser Ernst gegeben. Es bleibt trotzdem ernsthaft. Es ist jetzt nicht ganz so kindermäßig wie die Fernsehserie, wo man eh weiß, die Turtles schaffen alles, sondern es wird auch mal ein bisschen ernster zur Sache gegangen, da werden auch mal Leute erstochen, weil schließlich wird da eben auch mit Ninja-Schwertern gekämpft. Da kann man halt nicht wie in der Fernsehserie ständig immer nur Leute mit der flachen Seite auf den Kopf hauen. Da muss halt eben nur mal auch einer sterben, um so eine gewisse geschichtenimmanente Logik zu erhalten. Und das wird einfach sehr, sehr, sehr geschickt gemacht. Bewertung? 4. 4. Schließe ich mich an. Gute 4. Ich bin sehr begeistert. Ich bleibe auf jeden Fall dran, was die Trades anbelangt. Vielleicht steige ich auch irgendwo mit dem Versandhandel auf die Hälfte ein. Ich glaube, die Turtles haben mittlerweile auch noch so eine andere parallel laufende Serie mittlerweile eine Regulierung. Also ich habe wirklich, dass er die klassische Serie, also erstmal läuft die Micro-Series ja weiter, also ja. Casey Jones kriegt ja seinen One-Shot. Mhm. Die Micro-Series wurde übrigens auch mit eingebunden, der Raphael One-Shot mit diesem Fuchs-Ninja. Ja, genau, wurde hier erklärt. Auch so und wo Baxter Stockman gesagt hat, irgendwer hat es wohl geschafft, auch Tiermutanten herzustellen, ich weiß aber nicht, wer es war, und wurde dann eben auf diesen Fuchs-Mutanten aus der... Es spinnt sich alles zusammen. Schon sehr gut. Genau, es gibt quasi parallel, glaube ich, die Ur-Comics. Also die werden ja sowieso als Ticket-Trades. Nee, aber auch als kolorierte Serie rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das hier drin jetzt schon ist. Nee, ich glaube noch nicht. Aber ich habe das, meine ich, letztens in irgendeinem deiner Hefte hier, deiner IDW-Hefte gesehen, dass die klassische Turtles-Serie, also die von Kevin Eastman, diese Ur-Serie, dass die wohl in neu kolorierter Version auch bei IDW rauskommt. Das wäre was Gutes. So, ja, kommen wir zum Schlussteil. Wir wollten eine neue Feature quasi einführen, nämlich so eine Art Win und Fail der Ausgabe. Ja, des Monats kann man nicht sagen, weil wir uns hier nicht der Ausgabe den Monatsrhythmus halten, aber quasi so zumindest für den Zeitraum von letzter Ausgabe bis zur aktueller, gerade aufgenommener Ausgabe. Bei mir gestaltet sich das natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil ich relativ wenig Material zur Verfügung hatte. Ich würde mich bei dem Win, also bei dem positiven, wir nennen es mal Win, Vorschläge, wie man das gut nennen kann. Mein Vorschlag war ja schon für Fail der Woche, der Live-Field der Woche. Ah, nee, das nervt mich. Aber Vorschläge wären dazu willkommen, wie wir das ab der nächsten Ausgabe irgendwie knackiger, cooler, Anspielung. Das ist auch gleichzeitig ein Gewinnspiel, was wir ein bisschen losstoßen wollen. Du willst doch wieder... Ja, ich will ein Gewinnspiel wieder anstoßen. Und zwar, viele werden es nicht wissen, aber der regelmäßige Verfolger, das wird jetzt unser 100. hochgeladenes YouTube-Video sein. Aber da planen wir noch. Da steht die Planung noch irgendwas. Aber auf jeden Fall kommt da noch was. Aber ich denke mal... der beste Vorschlag, der kriegt eine Kleinigkeit von uns, würde ich schon sagen. Also der von mir kriegt da eine Kleinigkeit. Jemand, der uns einen guten Vorschlag macht für die größte Ente der Ausgabe und die beste Ausgabe der Ausgabe. Ja, genau. Also der kriegt auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Also hier posten, Facebook, direkt E-Mail schicken. Ihr habt genug Möglichkeiten, den Blog euch auch zu verewigen. Alles ist sehr, sehr, sehr willkommen. Ja, mein Win ist dieser Turtles-Band. Erstens, wie gesagt, von den Sachen, die ich jetzt hier im Vorfeld für diese Ausgabe gelesen habe, war es mit das, was mich am positivsten überrascht hat und einfach ein total starker Band. Dein Win? Da ich diesmal keinen Fail habe, kann ich gleich sagen, ich habe keinen Fail diesmal. Ich habe keine Ausgabe nicht mehr als 3 gegeben. Ich habe diesmal wirklich keinen Fail. Es muss ja keine Ausgabe sein, es kann sich ja auch darüber hinaus erstrecken, also so eine Ankündigung. Nein, diesmal bin ich so positiv gestimmt. Ich bin bei irgendwas ich kann mich nur anschließen, war in dieser Ausgabe das Beste, einfach nur, besiegt auch die Transformers für mich, einfach nur deswegen, weil ich dem bei der letzten Micro-Series, wie ich schon gesagt habe, nee, das kann so, wird so nicht weitergehen, aber ich war so positiv jetzt dadurch beeinflusst,
Also bleibt mir auch nichts anderes. Also ich tue mir mit dem Fade auch, wie gesagt, aufgrund des bisschen wenigen Materials jetzt relativ schwer. Ich würde aber doch eins sagen, dazu muss ich aber jetzt sagen, es wird ein Dark Knight, also Dark Knight Rises Spoiler, wer also den Film noch nicht gesehen hat und sich da nichts, das ist jetzt kein großes Spoiler, aber wer sich da nichts verderben will, der sollte es bitte jetzt einfach schon ausschalten oder so. Nee, ich will niemand bei dem Film spoilern, aber es ist nicht mehr als ein Gerücht. Aber es gibt ja jetzt Gerüchte, dass es eventuell, das Ende war ja relativ offen, Robin. Also ich habe nur, es sind wirklich nur total spekulative Gerüchte, aber wenn die einen Robin-Film machen wollen, bin ich sowas voraus. Also Nolan ja sowieso nicht, das ist ja schon mal das Schlimme. Aber es wurde ja, das Ende endet, also der Film endete so, dass dieser Robin-Charakter, der dummerweise aber nicht Dick Grayson heißt, sondern Robin mit Nachnamen, was ich schon ein bisschen schade fand. Ich weiß nicht, ob ihr noch in der Review drauf eingegangen seid. Ich fand das ein bisschen schade, wenn man eh nur einen kleinen Schmankerl für Nerds machen will, dann hätte man ihn ja doch Grayson nennen können und nicht Robin. Ja, auch funktioniert. Haben wir gemacht, aber ich glaube, ich weiß nicht, man hat sich ja hinter den Kulissen auch so und so dermaßen viel unter den Film unterhalten, 1000 Leuten. Mir blieb halt nur zu sagen, ich fand es halt angemessen, wenn du denkst, welche Verbreitung das hat. Ich fand das Ende, also wie gesagt, aber generell dieses Ende mit Robin, dass jemand den Mantel des Batman übernimmt, fand ich ganz nett. Wobei er ja dann auch eben kein Robin wäre, weil er ja das der neue Batman wäre. Gut. Aber also ich generell Gerüchte über ein Spin-off der neuen Film oder eine Weiterführung im neuen Universum bin ich gegen. Er hat ja wirklich ein Ende, ein rundes Ende geschaffen. Und ich hätte mir schon allein aus dem Grunde gewünscht, dass er gar keine Anknüpfungspunkte für ein Fortsetzungsende gemacht hätte. Also ein toter Batman hätte mir gefallen. Also alles, was in diese Richtung geht, wäre für mich der totale Fail. Das so, geht hier auch mal aus. Damit sind wir dann am Ende dieser, wie gesagt, etwas zwischengeschobenen Ausgabe. Ich winke schon. Du winkst schon, winke mal weiter. Die Queen kann stundenlang winken, dann kannst du das auch. Also dieser etwas zwischengeschobenen Ausgabe, wahrscheinlich kommt in den nächsten paar Wochen schon die neue, mit dann etwas mehr Material von dem, was man zumindest kennt. Und wie gesagt, immer schön Feedback, das läuft ja jetzt bei YouTube, wir werden immer weitermachen. Empfehlt auch bei die Facebook-Seite oder so, wir könnten ein paar mehr Likes gebrauchen, empfehlt das euren Freunden, die können sich auch bewerten und wenn sie sich nur drüber lustig machen wollen. Ich weiß nicht, welchen Grund sie haben sollten, sich lustig über uns zu machen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Taucher. Ja, okay, wir wenden das jetzt lieber mal hier, bevor es ganz schlimme Ausmaße annimmt. Bis zum nächsten Mal.